Und sogleich öffnete der Himmel seine Pforten. Und Cherubim und Seraphim stiegen. Ihre Majestät wünschen nicht gestört zu werden. Ein Bote mit dringenden Nachrichten ist angekommen. Die Kaiserin Witwe begleitet ihn zur Erzherzogin zum Zweck der Überbringung dieser Nachrichten. Sie betreffen die Außenpolitik. Majestät, wir haben den größten Teil der habsburgischen Armee in der Nähe von Olmütz versammelt. Die ungarischen Regimenter sind eingetroffen, sowie unsere Truppen aus dem Norden. Die Vorräte sind aufgestockt, Uniformen, Decken, Lebensmittel und Schießpulver. Wir haben auch genug Pferde. Wir sind bereit, Prag anzugreifen. Ihr holt mir die böhmische Krone zurück. Es ist noch nicht sicher, wann wir losschlagen, Majestät. Die Versorgung war längere Zeit schlecht. Und es gibt noch Unklarheiten. Es muss noch sehr viel organisiert werden. Ich werde zu meinen Truppen fahren. Und innerhalb welchen Zeitraums dürfen wir den Besuch eurer Majestät erwarten? Sofort. Ich werde euch begleiten. Das kommt gar nicht in Frage, Pater. Ihr könnt uns doch jetzt in Wien nicht im Stich lassen. Im Kampf gegen die Sittenlosigkeit. Majestät, ohne mich... Meine Mutter hat recht. Bleibt lieber in Wien. Ich komme allein zurecht. Präsentiert der Square! Ich danke euch, General. Das genügt. Wäre es möglich, dass er diesen Mantel auszieht? Ich verstehe nicht, Majestät. Ausziehen, los! Meine Herren, diese Uniformen gefährden das Leben unserer Soldaten. Zwischen dem Ertönen der Feldtrompete und dem Überfall auf das Lager kommen sie nicht weiter als bis zum 8. Knopf. Die ganz Geschickten vielleicht bis zum 10. Hat jemand eine Schere? Gibt's ein Messer? Bring ihn nach Wien zu seiner Hoheit Franz Stephan. In Zukunft wird der Mantel so aussehen. Wir sparen eine Menge Knöpfe und Leben. Zu Befehl, Eure Majestät. Er bekommt eine neue Uniform. Danke. Vivat Maria Theresia! Vivat! 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 Ihr seht nicht aus wie ein Arzt, eher wie ein Prediger. Ich bin Jansenist. Der Papst hat die Janseniten abgeurteilt. Ihr lebt in einem Irrglauben. Die 10 Gebote stets einzuhalten, ist für den Menschen unmöglich, weil Gott ihm nicht genug Kraft dafür gibt. Wir alle sind viel zu schwach und wir sündigen. Schon deshalb, weil wir Krieg führen. Kirchliche Würdenträger wiederum sündigen durch Stolz und Machtgier und messen den eigenen Willen mit dem Gottes. Diese Meinung teile ich ganz und gar nicht. Dann würde ich vorschlagen, dieses Thema in Zukunft zu meiden. Gut. Wir wünschen Eurer Majestät eine gute Nacht. Verzeiht, Majestät. Es ist nur ein einfaches Zimmer. Man hört den Bach plätschern und den Wind in den Bäumen. Das habe ich mir schon als Kind gewünscht. Mein Zimmer ist gleich neben dem euren. Die Tür ist verschlossen, von eurer Seite aus, selbstverständlich. Solltet ihr irgendetwas brauchen, zögert nicht, mich rufen zu lassen.